Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Potato Challenge. Wir haben uns heute überlegt, mal die 1 HP Challenge zu machen. Und zwar versuchen wir, so lange wie möglich durchzuhalten mit 1 HP direkt von Anfang an. Und dazu mussten wir uns ein paar Mods runterladen, aber anscheinend scheint es jetzt zu funktionieren. Und zwar haben wir da durch den Mod neue Charaktere bekommen. Und da gibt es den Charakter Katato, mit dem wir dann nur 1 LP haben. Und mit dem werden wir jetzt versuchen, die Challenge durchzuballern, oder? Ja, hört sich gut an. Falls es euch interessiert, die Mod heißt Pata Mods. Die könnt ihr euch runterladen und dann bekommt ihr nämlich ganz viele verschiedene Charaktere, unter anderem eben auch diese Katze. Das Coole ist bei der Katze, und das will ich noch kurz sagen, ja. Die Katze hat ja in echt, sagt man ja, 7 Leben. Bedeutet, dass man tatsächlich auch 7 oder 8 Hits aushalten kann pro Runde, ohne einen Schaden zu bekommen. Genau, das ist ein Stat von ihr. Ja. Richtig cool gemacht, dass man auch so diese Metapher damit reingenommen hat. Ansonsten, ich wäre ready. Ja, ich bin auch ready. Wir können auch noch sagen, als Waffe haben wir uns für den Diebesdolch entschieden. Einfach nur aus dem Grund, dass wir diesen Pro-Crit-Treffer, also 50% Chance habe, ein Material zu bekommen. Pro-Crit-Treffer. Genau. Und da diese Charakter Katato auch eine Crit-Chance pro 2% Ausweichen generiert. Und wir müssen ja auch auf Ausweichen gehen, weil dann will nicht gehittet werden. Wird es, glaube ich, eine gute Kombi sein. Und wir werden natürlich auf Stufe 5 das versuchen, damit es natürlich nicht zu langweilig wird. Ich wusste gar nicht, dass es noch Stufen drunter gibt. Wie meinst du Stufen drunter? Achso. Ich wusste gar nicht, dass es Stufe 0, okay. 1, 2, 3, 4 gibt. Ja, da musst du gerade ein bisschen... Boah, der hat aber richtig nachgezogen, Alter. Ja, holy shit. Da musst du erstmal ankommen. Tote Leitung. Das ist wie so ein Furz, der so nach 20 Sekunden so richtig hittet dann. Ja. Okay, let's go. Du hast keine Waffe ausgewählt bei mir. Ja, let's go. Oh, let's go, ich bin aber gespannt. Okay, wir sollten auf jeden Fall vielleicht sogar zusammen jetzt rum... Oh mein Gott, Marvin. Boah. Was war das denn jetzt gerade? Wolltest du kurz schon mal ein bisschen... Ich wollte mal testen. Ja, aber direkt 5 Stück? Easy. Oder was meinst du, lieber einzeln oder zusammen rumlaufen? Also ich glaube, die ersten Runden können wir mal einzeln rumlaufen. Okay. Ich weiß, oh ja, ausweichen natürlich. Wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, worauf ich zurückgehen soll hier. Der Lebensabzug und so bringt ja auch nichts, ne? Boah, kritisch. Ja, Max-LP und Ernte mit den Modifikationen werden um 100% verringert. Das heißt, Ernte kriegen wir auch nichts. Okay, das heißt, auf Ernte brauchen wir auch nicht zu gehen. Wir gehen einfach auf gar nichts. Glück wird erhöht und Tempo wird erhöht. Okay. Eigentlich müssen wir auf Tempo gehen und auf Ausweichen. Tempo, Ausweichen und Crit. Weil mit Crit kriegen wir auch nochmal, wenn wir immer 100% Crit haben, dann batschert es bestimmt auch nochmal gut rein. Ja. Also in Runde 12 eine Horde, in Runde 15 eine Horde und in Runde 18 gibt es einen Boss. Boah. Fühle ich schon fast, obwohl Horden auch wahrscheinlich richtig hart werden. Ich finde Horden schlimmer als Bosse. Ja, das stimmt. Voll assi. Okay, dann let's go. Oh, das ist ein Ast. Ja, absolut scheiße, aber was willst du tun am Anfang, ne? Ja, also vielleicht haben wir es noch nicht dazu erwähnt, wir können nur Nahkampfwaffen benutzen. So, ich finde, der hat echt viele Negativstats, weil ich wollte es eigentlich versuchen, mit so Bazookas zu machen oder sowas, mit Raketenwerfern, aber... Tja, denied, würde ich sagen. Das ist einfach eine LP und du musst Nahkampf reinhieten. Und Rüstung ist natürlich, glaube ich, auch... Nee, Rüstung braucht man nicht. Das war jetzt dumm. Ich hätte auf Nahkampfschaden gehen sollen. Uff, what the fuck. Mann. Ja, aber ist gut zu wissen, du kannst Ernte nicht im Minus gehen. Also ich hatte jetzt den Item minus 2 Ernte, aber ist bei 0 geblieben bei mir. Das ist ganz nice. Mhm. Und ich glaube, Angriffstempo ist vielleicht auch ganz nice. Angriffstempo wird fast key werden, stimmt. Ja, ist halt die Frage. Bro, wie viele Münzen hast du, Alter? Ich bin seit 20 Minuten fertig, Alter. Jo, er rastet einfach komplett aus. Darf ich nicht mal überlegen? Ich muss dir überlegen, was ich nehme. Wegen dir werden wir wieder verlieren, weil du so schnell bist. Einfach komplett Bruch, Alter. Oh ja, natürlich Bäume und Taschenfabrik wäre natürlich auch Top-Helfer, ne? Das wäre natürlich auch noch der Way to go. Boah, ich glaube, das wäre eigentlich unser Retter. Ich glaube, ohne würden wir es fast gar nicht schaffen. Angriffstempo so, oder Glück? Nahkampf-Damage, geil. Und plus 6 ausweichen, ich pack's ja nicht. Komplett GG. Naja, hat Game durchgespielt. Okay, ich krieg gerade sehr, sehr gute Items. Mein Gott, wie lange brauchst du denn? Wie viele Münzen hast du? Also um ehrlich zu sein, habe ich jetzt sogar noch genau eine. dann mach mal ready hier. Beruhigen Sie sich bitte. Ich dachte, ich mach mal einen auf Marvel. Ja, aber das kannst du nicht so gut. Das kann einfach nur der OG. Ja, weil ich nicht so gerne jemanden anbrülle. Aber du bist da ganz anders gestrickt.
Ich schrei dich an. Ja. Ach, schön. Am asseligsten wären da, glaube ich, die diese roten Kugeln schießenden Monster. Ich weiß immer nicht die Namen. Weil die ja vor allem immer wegrennen. Boah, ich habe schon 2 Hits bekommen. Wir müssen auch mitzählen, wie viele Hits wir schon bekommen haben, ne? Damit wir wissen, das finde ich schade, dass es nicht angezeigt wird. Ja, aber das ist dann aber auch ein bisschen trickier, denn das wäre dann, glaube ich, zu einfach. Klar. Ein Stock. Okay, Bäume sterben direkt beim ersten Treffer. Hab keine Ahnung mehr. 4 Crit-Chance. Ist eigentlich geil. Brettlandminen. Schraubenschlüssel. Wow. Obwohl Landminen auch, glaube ich, ganz gut sind, ne? Ich nehme mal mit. Okay. Let's go. Oh, wie du komplett jede Waffe wieder nimmst, die du findest im Shop. Das ist aber auch so ein richtiges Marketing-Opfer. Ich hab die ja alle schon auf Rot. Schön wär's, Alter. Dann wäre die Challenge easy. Game durchgespielt. Ja. Okay, 3 Hits habe ich schon bekommen. 4. Was ist los bei dir? Ja, scheiße. Was soll ich sagen? Richtig scheiße. Da ist die Kacke am Dampfen. Oh, 15% Angriffstempo. Oh, plus 6 Nahkampfschaden. Boah. Geil, du kriegst echt geile Sachen. Boah. Nahkampfschaden. Boah. Ja, ich krieg gar nichts hier gefühlt. Ich krieg irgendwie alles. Und diesmal hast du echt Glück, dass Liebes-Alien für mich sich nicht lohnt mit plus 2 Max-LP, plus 5% Schaden und plus 5% Gegner. Ich muss noch ein bisschen auf Tempo gehen, glaube ich. Tempo das und Ausweichen. Wieso? Was hast du schon wieder gemacht? Soll ich dir helfen? Ich finde fast, wir sollten dann wirklich, wenn jemand Crit ist, dass wir dann zusammen rumlaufen. Dass der eine vielleicht ein bisschen tankt. Naja, ich habe das Heilungsgeschütz gekauft. Okay. Das ist mir aber auch nicht aufgefallen. Das wäre dir auch nicht aufgefallen, ne? Naja, ich habe ja auch selber gesagt, wie geil das ist, dass du es bekommen hast. Mit einem LP. Leute, schreibt mal bitte, wenn ihr bis hier in das Video geguckt habt, Hashtag Heilungsgeschütz in die Kommentare, okay? Geil. Oh mein Gott. GG. Tempo. Ja, man muss ein bisschen umdenken, ne? Das ist schon nicht ohne. Ja, total. Weil ich mir dachte, ey, geil. Heilungsgeschütz, mega. Ja, ist auch mega. Ist eigentlich mega. Ja. Aber plus 6% Schaden ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Also Patrick, ich krieg hier Items, also ja, du musst regeln. Lila Flammenschlagring, also was ich alles krieg, Ich krieg gar nichts. Ich hab gerade mal 2 Waffen auf blau. Let's go. Ich hab 4 Waffen auf blau, 1 auf lila und 1 auf lila, was ich mir nächste Runde kaufen kann. Also. Heilungsgeschütz ist unten links bei mir. Ah, sehr gut. Perfekt. Danke. Brauche ich. Ja. Deswegen dachte ich, oh mein Gott, was ist das für ein Wichser? Wie er immer direkt beleidigen wird. Oha, ich habe einiges gerade verloren an. Ich weiß aber nicht, weil du kriegst so viel Ausweichen und Aufgehoben. Das musst du ja auch noch beachten. Du hast ja Ausweichen und Aufheben. Das sind diese Eier, die müssen wir zerstören. Am besten einfach nicht hitten lassen, ne? Richtig. Das ist die Taktik. Die Tic-Tac. Opa, aufgehoben, ausgewischen. Oh, und natürlich das ein Item richtig geil. Und zwar dieser komische fette Wurm, der auch einen Hit aufhebt. Den müssen wir auch irgendwie versuchen zu bekommen. Ja. Der ist natürlich auch GG. GG. Adrenalin. Plus 5% ausweichen, Chance von 50%. 5 LP zu heilen, wenn du einen Angriff ausweichst. Toll. Aber 5% ausweichen, warum nicht, oder? Wow. Wenn es zu teuer ist. 109 kostet das jetzt. Und ich habe Beherrschung. Ein blaues Item. Plus 6 Nahkampf, minus 3 Fernkampf. Ist geil. Okay, ich wäre schon wieder soweit. Ja, let's go. Okay, jetzt kommen die Fetten. Ja. Das Heilungsgeschütz gibt mir die ganze Zeit Heilung. Echt jetzt? Ja. That makes no sense. Ich muss sagen, die Mod funktioniert bisher einwandfrei, ne? Also, ja. Keinerlei Fehler bisher. Das ist ganz nice. Aha, einmal aufgehoben. 7 von 8. Ich mach zu wenig Damage. Das ist fucked up. Das ist für die Horde, glaube ich, sehr wichtig. Muss ja richtig Ausweichtaktiken machen. Naja. Aufgehoben. 6 von 8. 5 von 8. 4 von 8. Okay. What the hell? Eieiei, ich brauche Angriffstempo. Ja, nehme ich. 20 Glück nehme ich. Bin ready. Ich bin noch nicht so zufrieden. Bist du schon ready? Ja. Chance von 38 bisher, ne? Ich bin noch nicht so... Minus 1 Max-LP.
Ich sterbe dann instant, oder? Nee, ich glaube, das wird gar nicht erst abgezogen. Wie bei ja, Ernte ja. Wird mir auch nichts abgezogen. Das glaube ich jetzt mal auch. Also ich hoffe mal. Wann ist die erste Welle? 12, ne? 12. Oh ja, die sind geil. Sonst wird anderes Tempo. Trotzdem 7 von 8. Ich fand auch Ring der Selbstjustiz ganz geil, wo wir dann pro Welle 3% mit Damage kriegen. Oder Glaskanone. Ja. Ja, oder Taschenfabrik mit Bäumen, aber da kriege ich im Moment auch nichts. Also ich bin im Moment sehr unlucky egal mit Shop. Oha. Ich habe jetzt mal einen aufgehoben bekommen. Also bist du ein bisschen besser als ich, muss ich sagen. Ja, bin schon wieder ziemlich in der Mitte. Boah, es sind jetzt aber schon viele Gegner. Mhm. Vielleicht kriegen wir noch so ein Item, wo wir weniger Gegner spawnen lassen können. Ich glaube, ich auch ganz gut. Uiuiui. Ja, muss ich neu rollen. Ja, nehme ich Nahkampf und 6 Tempo. Taschenfabrik. Uiuiui. Taschenfabrik. Oh mein Gott, und ich habe jetzt einen Schraubenschlüssel auf. Plus 8 LP Gegner, Technik, Reichweite. Also die Taschenfabrik wird sich direkt gegönnt. Jetzt nur noch mehr Bäume spawnen, da habe ich nämlich noch gar nichts bekommen. Wieder 6 Nahkampf. Oh mein Gott, Marvin, ich habe ein rotes Item bekommen. Eine Waffe. Bohrer. Ja. Ein Bohrer. Nahkampf. Beim Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer erhältst du mit einer Chance von 100% ein Material. 10% Angriffstempo alle 5 Sekunden bis zum Ende der Welle. Alter, ist das krank. Das ist ja OP-er als der Diebesdolch. Hört sich gut an. Holy shit. Also ich wäre ready. Ja. Ich guck nur kurz, was ich noch habe. 8 Ausweichen ist natürlich auch wichtig. So, und dann bin ich schon ready. Okay, ich brauche fast 500 Münzen jetzt. Das wäre geil. Dann hast du jetzt so viel, oder wie? 480 irgendwie so um den Dreher. Boah, das ist krass. Das ist aber auch ein heftiges Item, also... Ja, das stimmt. Also wenn ich mir vorstelle, in 2 Runden kommt schon die Horde, ne? Das wird assi. Wollen wir da dann zusammen rumlaufen, oder meinst du, wir bleiben so, wie wir bisher sind? Wir brauchen unbedingt erst spawnen mehr Bäume. Ich weiß nicht. Das wäre wirklich noch geil. Ach du Scheiße. Oder es spawnen weniger Gegner. Das wäre auch nice. So eine weiße Fahne oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das Item ist. Die weiße Fahne, ja, das stimmt. Oh mein Gott, das muss ich aufpassen. Ja, ich habe gerade so viel Geld, um das Item mir zu holen, glaube ich. Crit-Chance, 15 Glück nehme ich noch mit. Ja, 404, nein, ich kann es mir nicht holen. Wieso ist jetzt weniger Geld da? Ich habe mir nichts geholt. Ah doch, ich kann es mir holen, ja, also es ist noch voll buggy mit den Anzeigen. What the fuck. Okay. Ich bin schon ready, ich habe mir das jetzt einfach geholt. In Hoffnung, dass das passt. Komm schon, Marvin, lag mal rein mit mehr Bäume. Ja, ja, ich bin dabei. Ah, ich muss ausweichen. I try my best. Also ausweichen, ne, brauchst du auch nur bis 60 zu machen, ne? Mehr geht's eh nicht. Ich hasse ja erst bis 31 nur. Okay, bin ready. Und Tempo ist nur 10, da muss ich auch noch drauf gehen. Das ist jetzt die Horde. Welle 11. Sag mal, ich bin bei dir jetzt. Ah, ne, es kommt ja danach, ne? Ja, ist natürlich geil, dass du Taschenfabrik... Lass mal jetzt versuchen, zusammenzulaufen, damit wir... Guck mal, wir bleiben ja vielleicht einfach hier im Eck, so. Wir müssen uns natürlich ein bisschen bewegen für denn die... Oh, warte, ich muss mit denen kurz holen. Für den Dude, ne? Ja, lass uns jetzt mal bewegen, aber es scheint eigentlich... Da wird wahrscheinlich ein bisschen voll werden. Also wir müssen uns dann schon auf jeden Fall bewegen, glaube ich. Nächste Runde. Das glaube ich auch. Boah, und diese Rüstungsmonster, die halten viel aus bei mir. Ich mache leider wenig Damage. Nein, die sind bei mir Gott sei Dank ein bisschen weg. Aber ich mache schnelle Angriffe, das ist ganz geil. 20 Glück und 6 Ausweichen. Klee, das ist ja mal richtig geil. Holy shit. Und 3% Schaden am Ende einer Welle. Okay, GG. Game durchgespielt. Ja, ja, ja. Okay, also ich wäre bereit, Leute. Soll ich auch Geschütze nehmen? Oder ist es eher Waste? Weil ich habe ja bin nicht auch so auf viel... Geschütze gegangen. Ja? Ich habe hier auf jeden Fall den Tyler, der spawnt so einen kleinen Kerl, der langsam 10 Durchschlagsportile um sich herum verschießt. Ja, ja, der ist gut. Ja? Okay, dann let's go. So, Leute, Welle 12 die Horde. Ja, bist du Speed unterwegs? Ja. Ich muss unbedingt Tempo noch machen. Ja, ich bin schon ein bisschen speedy. Okay, bitte, lass das funktionieren. Oh Gott, kommen da viele. Ja. Eieiei. Einmal aufgehoben bei mir. Nochmal. Oh, oh, ich glaube, jetzt ist Randtechnik dran. Oh mein Gott. Aufgehoben bei mir. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Oh mein Gott. Oh. Holy shit.
Genau, Alter. Wir halten gut durch. Das ist ganz gut, was der. Ja, es läuft gut, es läuft gut. Nice. Let's go. Oh mein Gott, ja. Boah. Aber trotzdem heftig irgendwie. Ja. Krass. Das ist spannend, um ehrlich zu sein. Ich krieg zum zweiten Mal das rote Item Folter mit diesen 15 Max LP und pro Sekunde regenerierst du 4 LP. Das will aber auch, dass ich das nehme, oder? Ja. Glaskanone. Geil. Oh mein Gott. Ja? Oh mein Gott, Patrick. Was hast du yes. bekommen? Yes, let's go. Sift Relict. Nice. Oh mein Gott. Das ist ja richtig geil. Und ich spawn mir bei mir, kann ich nächste Runde holen. Okay, jetzt läuft's. Okay. Ich bin ready. Aber ich kann nicht erst Sift nächste Relict Runde. Kann ich auch nächste Runde holen. Okay, geil. Sehr geil. Ja, ich habe so ein bisschen ein Gefühl, es könnte funktionieren, wenn wir gut aufpassen. Das wäre so geil. Ich will es jetzt nicht, wie sagt man? Heraufbeschwören. Genau, dass wir das jetzt nicht schaffen, deswegen. Gott, ich bin zu schnell. Scheiße, einmal aufgehoben bei mir. Ja, mein Tempo ist ganz angenehm, aber ich bin einen Tick noch zu langsam, habe ich so ein kleines bisschen das Gefühl. Aber es ist krass, wie viel Damage man macht mit dem Crit, ne? Mhm. Ich muss aufpassen auf diese Würmer. Die gehen mir die ganze Zeit aufgehoben, weil ich nicht darauf achte, wo die hinschießen. Aber Sift Relict wird geil werden, das zeige ich. Das wird richtig nice werden. Da könnten wir uns eigentlich echt gut ausstatten. Vor allem, wir sind jetzt, ja gut, mit Sift Relict dann Welle 14. Haben wir noch einige Wellen vor uns. Ist gut. Ja, diese scheiß Würmer. Aber ich finde, man kann sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, wie viel man schon ausweicht. Oder wie viel man schon aufgehoben hat. Weil man einfach aufpassen muss, wo die Gegner sind. Ja. So, Sift Relict ist am Start. Das Spawn mit Bäumen ist am Start. Nice. Richtig geil, ja. Ich habe hier ein V, plus 25% EP-Gewinn, plus 100% EP-Gewinn während der nächsten Welle, plus 50% Gegnerschaden während der nächsten Welle. Eigentlich, warum nicht, oder? Ja. Ja, Gegnerschaden ist eigentlich egal bei uns jetzt. Why not? Why not, ne? Nahkampf, Max, LP, ja, Nahkampf nehme ich auf jeden Fall mit und Schaden nehme ich nächste Runde mit. Angriffstempo für minus 6% Schaden. Ne, let's go. Und denk dran, bei den Fettsäcken zu bleiben und schnell die kleinen zu killen, damit wir nicht so viele Feuerkugeln haben. Ja. Das ist eigentlich the way to go. Okay, einmal aufgehoben. Das Problem ist aber die Geschütze. Flüchtigkeitsfehler. Ja, jetzt ist noch nicht so schlimm. Jetzt so wirklich, denn bei mir jetzt auch. Boah. Da war schon einige rote Sachen hier. Ja. Oh no. Boah. Ausweichen. Ausweichen ist geil. Das hat dann nichts weggenommen. Hast du jetzt Sift Relict schon genommen? Ja. Ich sehe es. Ja, merk mal. Ja, ich habe darauf gar nicht geachtet. Ach du Scheiße, Alter. Ich wusste gar nicht mehr, wohin. Einfach rotes Item plus 12 Max LP. Aber bringt mir auch nichts. 6 Nahkampf. Minus 5% Gegner. Kann ich nächste Runde holen. Nice. Auf jeden Fall. Bin schon ready. Jetzt kommt wieder Horde. Ready. Oh, scheiße, Horde. Okay. Let's go. Ich hätte gern nochmal so ein Bohrer. Aber wir machen gut Damage. Wir machen sehr viel Damage. Ich glaube, wir müssen doch rumlaufen, damit wir die Bäume erwischen, damit die Bäume dann auch ein bisschen mit den Geschützen dann Damage machen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Ey, das ist Wahnsinn. Also, man schnetzelt die schon gut weg, die Massen, ne? Ja, finde ich auch. Ach du Scheiße. Bei mir kommt eine ganze Horde. Oh mein Gott, Patrick. Patrick. Was soll ich machen? Elf. Lass mich nicht ab. Ich bin schon 20 Mal aufgehoben. Oh mein Gott. Ausweichen aufgehoben. Nein. Ich gehe mal ein bisschen weg, damit die nicht so auf uns konzentrieren. Nein, das wäre die Strat gewesen. Oh mein Gott. Das wäre die Strat gewesen. Du hättest bei mir bleiben müssen. Ah, scheiße. Ah. Boah, Welle 15 gescheitert. War aber ein guter Versuch. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall machbarer ist als die No-Move-Challenge. Holy shit. Aber vielleicht gibt es ja auch neue Charaktere für die No-Move-Challenge, die wir uns aussuchen können. Aber das war jetzt ein geiler Versuch. Ah, ja, ich hätte doch bei dir bleiben sollen. Scheiße. Ja, boah, egal. Da war schon viel los. Aber war ein geiler Versuch. Also hat echt Bock gemacht. Aber richtig geiler Charakter. Ja. Ich habe den richtig gefühlt. Also echt mega. Ich auch. Cool. Nice. Ja, das ist wirklich gut. Ist auch ein bisschen abwechselnd, weil es nicht immer die Standarddinger, sondern einfach mal was Neues.
Ja, genau. Die anderen Charaktere können wir uns ja dann auch mal angucken, ob wir mit denen noch was machen können. Also, Leute, wie ihr seht, wir sprießen nur mit Ideen. Ja, wir versuchen immer wieder was Neues. Ja. Und wir hoffen, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat, die Folge. Und ja, fleißig kommentieren oder liken wäre auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.